initiierte sie das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit mit 70 Gründungsmitgliedern. Und jüngst war sie in einer der ersten, die den Appell für die freie Debattenräume unterzeichnet hat. Ihr heutiges Thema ist sehr greifbar. Das ist ein allbekannter Ukraine-Konflikt und diese Kriege, die heute vielleicht mal in Ukraine, morgen in Taiwan und sonst irgendwo dann stattfindet. Und darüber wird sie referieren. Herzlich willkommen, Frau Dr. Gössner. Dank für die Einladung und die freundliche Einführung. Was in der Ukraine passiert, wissen wir alle, das sehen wir seit nunmehr über 18 Monaten tagtäglich in den Nachrichten. Was in Taiwan passieren wird, ist noch offen. Wir sehen aber auch hier, dass sich eine Konfrontationsdynamik angefangen hat zu entfalten, die man in Europa auch zu spüren bekommt, wenngleich bei weitem nicht so wie jetzt zum Beispiel in Japan oder auch in Australien. Da wurde ich, war im März diesen Jahres, ich habe ja da promoviert und bin immer noch regelmäßig dort, wurde ich am Flughafen direkt mit einer Schlagzeile empfangen. Australia will be at war with China by 2026. Und dachte ich, Glück gehabt, dass ich dieses Jahr noch da bin. Und das ist die Falkenrhetorik, die verwendet wird. Und das ist die Frage, was steht hinter dieser Falkenrhetorik? Vor allem will man abschrecken. Ich möchte also jetzt ganz klare Signale an China senden, versucht ja nicht irgendwas am Status quo im Süd- und Ostchinesischen Meer, darum gruppieren sich ja um Taiwan, zu ändern, weil dann könnte das zum Krieg führen. Und wir sind auch willens, in diesem Fall einen Krieg gegen China zu führen. Wenn man sich mal überlegt, was das bedeutet, da komme ich gleich drauf zurück, ist das eine schockierende Ansage, vor allem vor dem Hintergrund, dass wir sehen, was in der Ukraine passiert, wenn eben geopolitisches Vormachtstreben zum Verlust des Friedens führt. Wir leben in geopolitischen Umbruchszeiten und das sind immer Zeiten, die mit einer besonderen Kriegsgefahr einhergehen, weil geopolitische Umbruchszeiten heißt, dass Großmächte einander bekämpfen beziehungsweise um geopolitische Vormacht in verschiedenen Regionen der Welt ringen. Es muss nicht zwangsläufig zum Krieg kommen, aber wir haben jetzt in der Ukraine gesehen, wie es zum Krieg kommen kann. Da gehe ich jetzt auch im ersten Teil drauf ein. Und im zweiten Teil dann, wie sich die Konfrontationsdynamik mit Taiwan aufbaut. Und vor allem die große Problematik, die wir auch bei Taiwan sehen, wo zu sehr von westlicher Seite immer auf den Kalten Krieg Bezug genommen wird und man mit der Kraft, wir haben ja den Kalten Krieg gewonnen, reingeht und denkt, dann schaffen wir auch diese zweite Konfrontation und werden auch diese gewinnen. Das ist aus meiner Sicht ein gefährlicher Trugschluss und auch das werde ich dann ausführen. Geopolitische Umbruchszeiten gab es natürlich in der Geschichte mehrere. Für uns in Europa oder auch im Westen, breiter gesprochen, ist das eine besonders herausfordernde und die ist auch wirklich neu. Weil über Jahrhunderte nun waren es immer europäische oder westliche, europäisch inspirierte Mächte, wenn man jetzt die USA dazu nimmt, die die Welt dominiert haben und die um Vormacht gerungen haben und damit die Welt auch in zwei Weltkriege stürzten, vor allem den Ersten Weltkrieg, der Zweite dann in gewisser Weise natürlich eine Folge des Ersten. Erst dann die Spanier und Portugiesen, 1492 haben sie erwähnt, infolgedessen die Kolonialisierung, der Aufbau eines Empires, der Kampf um geopolitische Macht, vor allem natürlich auf den Meeren und in Übersee dann, aber natürlich auch in Mittel- und Mittelosteuropa. Hier ist natürlich vor allem das Zarenreich zu nennen und das österreichisch-ungarische Imperium, aber natürlich auch die Versuche des Deutschen Kaiserreiches und dann des Nationalsozialismus, geopolitische Vormachtstellungen zu erringen. Und das ist wirklich jetzt was Neues für uns, auch gedanklich was Neues, was wir wahrscheinlich nicht so gut auch verstehen. Zumindest mein Eindruck ist, dass wir es nicht so gut verstehen, weil wir sehr stark immer von westlichem Denken ausgehen, dass hier mit China erstmals eine nicht westlich denkende Macht dann sehr stark eben zum globalen Player wird oder schon geworden ist, aber absehbar eben noch viel mehr wird. Andere stehen in den Startlöchern,
Da ist Indien zu nennen, das ist aber auch Indonesien zu nennen oder breiter gesprochen die BRICS-Staaten ab Januar dann BRICS Plus, weil die sich ja einige Staaten auch erweitern. Also wir könnten hier im Zuge des westlichen Agierens im Ukraine-Krieg auf eine neue Situation nur mit umverteilten Rollen zusteuern, the West against the Rest. Besonders interessant finde ich, wenn man sich die Äußerungen westlicher Politiker und Politikerinnen anschaut, wer sich sehr stark hinter vor allem die US-amerikanische Position stellt, dass der Status quo mit China erhalten bleiben muss. Der Status quo ist, was sich am Ende im Wesentlichen des Zweiten Weltkrieges ergeben hat, dass die USA eben auch im Süd- und Ostchinesischen Meer im Pazifik eine Vormachtstellung hat. Das ist auch im Zuge dessen interessant, wenn man es mit der Ukraine vergleicht. In der Ukraine ist es so, dass wenn man diese Perspektive einnimmt, dass Russland den Status quo nun mit Hilfe eines Krieges verteidigt. Der Status quo ist, die Ukraine ist neutral, sie ist nicht NATO-Mitglied, gibt eben keine westlichen Truppen, es gibt keine westlichen Militärsysteme, die auf ukrainischem Boden zumindest offiziell stationiert sind. Während der Westen, der US-geführte Westen, diesen Status quo verändern will, und gerade wenn ein Status quo verändert werden soll, zwischen Großmächten, wenn die beteiligt sind, dann ist die Gefahr von Kriegen besonders groß. Mit China sehen wir genau das Gegenteil. Die USA möchten den Status quo verteidigen, weil er einfach ihre Vormachtstellung in diesem Bereich sichert. Hier wird es dann über Taiwan im Wesentlichen erstmal ausgetragen, zumindest auf der rhetorischen Ebene über Taiwan ausgetragen, während China diesen Status quo verändern möchte. China möchte nicht unbedingt Krieg gegen Taiwan führen, weil die Taiwanesen ja als Chinesen gesehen werden, also sozusagen gegen die eigene Bevölkerung versucht man eher nicht Krieg zu führen. Aber durch die westliche Rhetorik der Abschreckung jetzt und die Gefahr, es wird immer gewarnt vor der großen Gefahr eines China-Krieges, kann eine Situation entstehen, in der China tatsächlich zu militärischen Mitteln greift, um aus der eigenen Perspektive die Taiwan-Frage dann zu lösen. Also hier möchte China den Status quo im Wesentlichen dadurch verändern, dass sie die Amerikaner aus ihrer unmittelbaren Einflusssphäre vertreiben. Und das ist ja eigentlich das, was Großmächte im Wesentlichen ausmacht, ist der Unterschied. Ich glaube, wir Deutschen sind oft nicht so wahnsinnig gut darin, Geopolitik zu verstehen, weil wir ja auch keine Großmacht sind und auch aus der Geschichte unsere Lehren hier gezogen haben und da sehr zurückhaltend nun auch agieren. Dass Großmächte eigentlich immer nach zwei Zielen streben. Das eine ist, keine andere Großmacht im unmittelbaren Einflussbereich. Und das andere ist, man möchte eine Einflusssphäre haben. Das macht eine Großmacht aus. Allein ein geografisch großes Land zu sein, ohne Einfluss auf andere ausüben zu können, zumindest in der unmittelbaren Machtbarschaft, verleiht einem noch nicht den Status einer, den Status einer Großmacht. Und im Falle Russlands ist es so, dass Russland versucht, diesen Status, zumindest bis zum gewissen Grad, einer Regionalmacht, mindestens zurückzugewinnen, den sie verloren haben, dann in den frühen 1990er Jahren mit dem sogenannten unipolaren Moment, wo Russland zu schwach war, um auch westlichen Interessen was entgegenzusetzen. Deshalb hat man zwar ungern, aber Zähne knirschen und irgendwo war es gerade auch noch akzeptabel, die ersten beiden Runden der NATO-Osterweiterung akzeptiert. War aber definitiv, und das hat Putin mehrfach, und nicht nur Putin, sondern auch andere russische Politiker mehrfach sehr deutlich gemacht, die absolut rote Linie liegt bei der Ukraine und Georgiens. Der US-geführte Westen wollte diese rote Linie nicht akzeptieren, wobei europäische Regierungen sehr zurückhaltend waren, als damals Bush Junior in Bukarest auf dem NATO-Gipfel drängte oder im Vorfeld des Gipfels darauf drängte, dass die Ukraine und Georgien eine Beitrittsperspektive, einen Beitrittsstatus bekommen, haben damals Merkel, aber auch Berlusconi und
Sarkozy sich dagegen ausgesprochen, weil sie gesehen haben, da ist eine Kriegsgefahr und das ist der Preis, den man unter Umständen dafür zahlen muss, und der Preis wurde als zu hoch angesehen. Sie haben sie aber nicht genug Gehör verschafft, sodass also grundsätzlich eben in weiterer Ferne dann doch festgehalten wurde 2008, dass die Ukraine und Georgien der NATO beitreten sollen. Das war aber nicht das Einzige, womit man dann die Sicherheitsinteressen Russlands und auch Russlands Interessen als geopolitischer Machtfaktor verletzt hat. Man hat parallel dazu wichtige Rüstungskontrollverträge gekündigt. Auch Präsident Bush 2001, kurz nachdem er Präsident wurde, schon im Januar 2001, strebte er an, dass man den ABM-Vertrag, das ist einer von zwei sehr wichtigen bilateralen Rüstungskontrollverträgen gewesen zwischen der Sowjetunion und den USA, auflöst, weil er den jetzigen Sicherheitsinteressen der USA entgegenstünde. Der ABM-Vertrag wurde 1972 geschlossen. Er galt auf unbefristete Zeit und er besagte, dass keines der beiden Länder mehr als zwei ABM-Systeme, also Anti-Ballistic Missile-Systeme, Raketenabwehrsysteme aufstellen kann, die jeweils über maximal 100 Abschussvorrichtungen verfügten, um damit eben zum einen einzudämmen, dass die Staaten Atomsprengköpfe herstellen und zum anderen, dass sie eben einen nuklearen Erstschlag in Erwähnung ziehen. Denn wenn ich nicht genug Abwehrsysteme habe, dann weiß ich, dass ich mich bei einem Zweitschlag, der unausweichlich in der damaligen Diktion erfolgen würde, nicht wehren kann. Das hat die amerikanische Regierung damals zwar sehr deutlich gesagt, es sei nicht gegen Russland gerichtet. Russland hat es aber durchaus als seine Interessen verletzend betrachtet. Insofern war diese unilaterale Kündigung des Vertrages schon kein besonders gutes Zeichen. Allerdings in Kombination damit, dass dann die US-Regierung wenige Jahre später Raketenabwehrsysteme in den neuen NATO-Mitgliedstaaten, früheren Warschauer Paktstaaten, aufstellen wollte. Und das wurde auch 2008 auf dem Bukarester Gipfel beschlossen, dass zwei Raketenabwehrsysteme aufgebaut werden, einmal in Polen, einmal in Tschechien. War natürlich ein doppeltes Signal. Zum einen, wir kündigen diesen wichtigen Rüstungskontrollvertrag und wir errichten Raketenabwehrsysteme dann in den neuen NATO-Staaten, die Russland als Verletzung der eigenen Sicherheitsinteressen gesehen hat. Und dann kommt wirklich so eine Konfrontationsspirale in Gang. Im Nachhinein kann man es immer leichter nachzeichnen, wenn man die längere Perspektive hat. Russland reagiert darauf auch. 2013 macht Putin seine Drohung wahr und stationiert Iskander-Raketen in der russischen Exklave Kaliningrad. Und er erhöht massiv die Rüstungsausgaben und die Rüstungsproduktion in Russland, um, wie er sagte, diese Bedrohung, die jetzt von den Raketenabwehrsystemen, die die USA aufstellen lassen, dann zu neutralisieren. Dann auch 2014 beim NATO-Gipfel in Wales wird der sogenannte Defense Investment Pledge beschlossen. Der ist Ihnen sicher vertraut. Das ist nämlich der, der besagt, dass alle Mitgliedstaaten innerhalb von 10 Jahren ihre Militärausgaben auf 2% des Bruttoinlandsproduktes erhöhen sollen. Und es wurde beschlossen im NATO Readiness Action Plan, dass die NATO-Präsenz in der Ostflanke erhöht wird. 2016 wurde das noch dadurch ergänzt, dass 4 multinationale Battlegroups eingerichtet und stationiert wurden und das in den 3 ehemaligen Sowjetrepubliken Estland, Lettland und Litauen und in Polen. Russland hat dann seinerseits auch wieder darauf reagiert, also Sie sehen, es ist ein Aktions-Reaktionsschema, das in Gang kommt, und es hätte jede Menge Möglichkeiten gegeben, daraus auszusteigen, aber wenn man es nachvollzieht, sieht man, irgendwann war man so in dieser Konfrontationslogik gefangen. Jeder hat nur seine Interessen im Blick und denkt immer, ich kann meine Interessen durchbringen und es wird schon nichts allzu Schlimmes dabei auch passieren. Und irgendwann ist man dem Punkt, dass keiner mehr nachgeben kann und man selbst dann bereit ist, einen Krieg in Kauf zu nehmen. Die letzte Tür sozusagen des Ausgangs wäre gewesen, ich verkürze das jetzt natürlich aufgrund der Zeit, weil hier sehe ich ja auch schon, dass die Moderation dann sicher irgendwann auch drängen wird.
wäre dann Ende 2021, Anfang 2022 gewesen. Im Dezember 2021 lässt Putin zwei Vertragsentwürfe, einmal an die NATO und einmal an die US-Regierung, schicken, wie man den Konflikt lösen könnte. Es steht selbstredend nicht außer Frage, dass er auch wohl nicht davon ausgegangen ist, dass der Westen hier alles akzeptiert. Das ist ja immer ein Verhandlungsangebot, das man auch macht. Aber der wichtigste Eckpunkt war eben die Neutralität der Ukraine und der Abzug der Waffensysteme bzw. der Truppen, die in den neuen NATO-Staaten stationiert worden sind. Der Westen war dazu nicht bereit und infolgedessen sehen wir eben jetzt den Krieg in der Ukraine. Und es gibt ja auch inzwischen genug Beweise dafür, dass, was ich persönlich, das ist jetzt kein Beweis an der Stelle, meine persönliche Interpretation ist, dass Putin eine enorme Drohkulisse aufgebaut hat, indem er die ganzen Truppen aufmarschieren ließ an der ukrainischen Grenze und gedacht hat, dass der Westen nicht so weit gehen würde, den Krieg in Kauf zu nehmen und dann, wenn er diese Verträge auch vorlegt, die Vertragsentwürfe, dann auch vor dem Hintergrund der Drohkulisse darauf eingehen würde. Der Westen hat es nicht gemacht. Das hat er natürlich nicht allzu viele Möglichkeiten gehabt. Er hätte einfach sagen können, naja, hochgepokert, verloren, zieh halt ab. Liegt nicht in der Natur wahrscheinlich der Person Putin, aber ich finde die Person Putin noch nicht mal so wichtig an dieser Stelle, sondern es liegt nicht in der Natur von jemandem, der denkt, er führt eine Großmacht an. Das andere ist natürlich, ich mache die Drohung wahr. Und da hätte es noch eine dritte Option gegeben, weiter zu pokern, also vielleicht die Truppenpräsenz noch mehr zu erhöhen und es nochmal zu probieren, aber ich denke, an dem Punkt war irgendwie klar, der Westen würde nicht drauf eingehen. Das heißt, er hat die Drohung wahrgemacht. Ich finde, dafür spricht auch, dass die Truppenzahl viel zu klein war, um wirklich die Ukraine zu besetzen, mit der er angreifen ließ im Februar. Und dass es sehr schnell danach unter Vermittlung von Bennett, dem damaligen israelischen Premierminister, und dem türkischen Präsidenten Erdogan zu Verhandlungen kam. Und dass die Verhandlungen, das wurde ja mehrfach berichtet, relativ gute Fortschritte machten. Das heißt nicht, dass es da nicht noch einige dicke Bretter gegeben hätte Ende März 22. Aber wenn man sich vorstellt, in welcher Situation man war, muss man sagen, dass man schon ziemlich weit das verhandelt hatte. Einer der wichtigsten Verhandlungspunkte war natürlich die Neutralität der Ukraine. Und um die Neutralität sicherzustellen, hatte die Ukraine selbst Sicherheitsgarantien ins Spiel gebracht. Moskau war bereit, darauf einzugehen, wobei natürlich wichtig war, dass es Sicherheitsgarantien keine de facto NATO-Mitgliedschaft begründen würden. Dennoch waren für diese Sicherheitsgarantien die NATO-Staaten extrem wichtig, weil sie waren auf jeden Fall natürlich daran zu beteiligen. Und es gab dann im März 22 einen NATO-Gipfel in Brüssel, der sehr kurzfristig einberufen wurde, und aus dessen Erklärung sehr klar hervorging, dass man kein Interesse hatte, diese Sicherheitsgarantien zu geben. Und damit war im Grunde das Verhandlungspaket schon gescheitert. Dass Boris Johnson dann noch nach Kiew gereist ist und wie selbst die Ukrainska Pravda berichtet hat, in der englischen Ausgabe, ich kann nur die englische Ausgabe davon lesen, dass er wohl mit zwei Botschaften für Zelensky kam. Erstens, mit einem Kriegsverbrecher wird nicht verhandelt. Und zweitens, selbst wenn Kiew bereit ist, mit Russland ein Abkommen zu schließen, der Westen ist es nicht. Und aus diesem Grund würde ich sagen, geht dieser Krieg weiter und er wird wohl auch erst weitergehen, wenn der Westen, insbesondere in dem Fall die USA, weil leider Europa sich viel zu stark der US-Position untergeordnet hat, bereit ist, einen Interessensausgleich mit Russland zu suchen. Für die USA ist es sicher auch ein hoher Preis inzwischen, weil der unipolare Moment wurde leider auf die Art und Weise genutzt, dass man die The Winner Takes It All Mentalität verwendet hat. Es ging vor allem auch darum, die Vorherrschaft über den eurasischen Kontinent zu sichern, beziehungsweise zu sichern, dass keine andere geopolitische Macht in Eurasien die Vorherrschaft erringen kann. Und dafür galt es einfach, Russland als den ehemaligen großen Konkurrenten im Kalten Krieg dann auch klein zu halten.
Ja, was bedeutet das, die Frage, und morgen Taiwan? China ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und interessant ist ja, dass man versucht, in Analogie zum Kalten Krieg einen starken ideologischen Konflikt herbeizuzaubern. Damals war klar, Kapitalismus versus Kommunismus oder freier Westen eben gegen sozialistischen Osten. Jetzt ist die Formel, die Sie vor allem auch aus den USA immer wiederholt hören, Demokratie versus Autokratie. Und es wird uns gesagt, unsere eigene Demokratie, die könnten wir nur verteidigen und weiter so leben, wie wir es tun, wenn wir die Autokratien bekämpfen. Da schwingt mit, dass die Autokratien uns beherrschen möchten. Schaut man sich die Evidenz dafür an, dann ist da nichts. China hat definitiv ein Interesse, die USA aus seiner Einflusssphäre zu entfernen, beziehungsweise eine Einflusssphäre aufzubauen und die USA daraus zu halten. Das ist ein ganz klarer Konflikt, den die beiden Staaten miteinander haben werden. Es gibt aber keine Anzeichen im Moment dafür zumindest, dass China interessiert daran ist, die absolute geopolitische Vormachtstellung zu erringen, so wie die USA sie innehat. Und es gibt noch weniger Anzeichen dafür, dass China ein Interesse hat, sein Weltbild, sein Regierungssystem anderen Staaten aufzunötigen. Das ist vielleicht, wo wir wirklich in einer westlichen Falle sitzen, weil das ist das, was wir machen und gemacht haben. Über Jahrhunderte. Auch der Kolonialismus beruhte ja immer darauf, wir sind die Zivilisierten, wir sind die Besseren. Wir müssen den anderen ja auch unser System das Bessere bringen. China war sich da immer, wenn man die Geschichte schaut, immer viel mehr selbst genug. Die haben nicht diesen missionarischen Eifer. Vielleicht auch, weil sie keine monotheistische Religion haben. Aber der eine Gott und man musste dem einen Guten streben. Nicht dieses manichäische Weltbild, Gut versus Böse, immer dieser Kampf. Und da fehlt uns wirklich die China-Kompetenz. Was mir viel geholfen hat zu lesen, sind Autoren, und viele sind ja leider nicht übersetzt, auch nicht ins Englische, aus diesen Ländern, wenn man dann vielmehr einfach mal das Weltbild auch versteht, man sieht es ja häufig durchgegangen durch die Auffassung westlicher Autoren. Wieder eingefügt, häufig auch in bestimmte Narrative. Und das könnte eine große Gefahr sein, dass wir hier in eine Konfrontationsdynamik mit China kommen, weil wir China nicht verstehen und zu stark von uns selbst ausgehen. Wir möchten beherrschen, im klassischen Sinne der Westen, also wollen die anderen das auch. Und dafür gibt es von allem, was ich zumindest jetzt gesehen habe, ich habe natürlich nicht alles gesehen, das habe ich nicht für mich in Anspruch, aber keine Hinweise darauf. Und dieser Konflikt mit China, der sich ja jetzt auch aufbaut, wir sehen das ja interessanterweise auch gerade bei den Grünen, also auch unsere Außenministerin, die sich ja ganz stark dem Kurs Washingtons hier anschließt, rhetorisch ja immer noch einen Versuch draufzusetzen, ist interessant, dass bei den Grünen, ja, Sie erinnern sich auch noch an die letzte Wahl, 2021, Wahlplakate, keine Waffen in Kriegsgebiete. Da ist man relativ weit entfernt davon. Aber ich finde es vor allem spannend, weil das das Milieu ist, mit dem ich relativ viel zu tun habe als Migrationsforscherin. Das ist das Milieu, das sich selbst geißelt ohne Ende und unsere Länder für den Kolonialismus, den wir über die Welt gebracht haben, den Ethnozentrismus, den wir über die Welt gebracht haben und dass wir weiße Europäer oder Westler andere Länder unterdrückt haben, dass wir ihnen ihr System aufgedrängt haben. Und jetzt verteidigen die gleichen Leute mit einer unglaublichen Inbrunst die US-Vorherrschaft in Asien. Ja. Ich denke oft, dass das ist eine verkehrte Welt. Ja, und ich versuche mir das zu erklären. Ich habe Hypothesen, ich habe es auch nicht empirisch getestet, woher das kommt, dass man sich da so stark anschließt, aber da passt einfach vorne und hinten etwas nicht zusammen. Und ich glaube, der Konflikt mit China ist natürlich aus dem Grund extrem gefährlich, weil er bedeutet, das ist auch der große Unterschied zum Kalten Krieg, China ist wirtschaftlich viel mächtiger, als es die Sowjetunion selbst in ihren allerbesten Zeiten jemals war.
China hat pro Kopf die höchste Kaufkraft der Welt, schon seit 2017. Also das macht China einfach zum enorm mächtigen Faktor. China hat sehr viele Länder in Abhängigkeit, wirtschaftlich. Das macht China auch zum mächtigen Faktor. Wir haben sehr viele Länder, Stichwort Kolonialismus, aber auch Kalter Krieg, wo wir versucht haben, den anderen unsere Agenda aufzunötigen, entgegen deren Interessen sehr häufig. Wir haben es gemacht, wenn wir mächtig waren. Die haben aber ganz schön dicke Rechnungen mit uns offen und die sehen jetzt eine Möglichkeit, diese Rechnungen auch zu begleichen. Und wenn wir das jetzt auch weiter versuchen, und das ist ja auch, dass auch hier das Verständnis dafür fehlt, dass man die westlichen Sanktionen gegen Russland über Sekundärsanktionen versucht, auf andere Staaten zu übertragen. Das kommt bei diesen anderen Staaten, die den Westen ohnehin schon viel zu lange mit erhobenem Zeigefinger kennen, überhaupt nicht gut an. Und lange hatten die keine wirkliche Alternative. Ja, die Sowjetunion früher war nicht eine attraktive Alternative. Aber jetzt mit den BRICS-Staaten, die sind viel breiter aufgestellt, da ist eine Alternative vorhanden. Und man sieht ja auch, wie eben sich Macht dadurch verschiebt, wie sich geopolitische Gewichte verschieben. Und die große Gefahr ist, dass gerade wir in Europa die größten Verlierer des ganzen Spiels sind. Und das Erschreckende ist, wie wenig wir in der Lage sind, darüber offen zu diskutieren. Ulrike Gero kann ihre eigene Geschichte, die sie sicher alle in dem Punkt kennen, erzählen. Ja, was passiert, wenn man das auch versucht, in Teilen offen zu thematisieren, vor allem dann, und das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen uns beiden dann, wenn man über Reichweite verfügt. Ja, man kann diese Dinge eher sagen, solange sie unterm Radar irgendwo bleiben können, solange die große Reichweite nicht da ist. Wenn die aber da ist, dann könnte das ja tatsächlich, wie Menschen dem Land denken, verändern, wie sie diskutieren. Und dann schlägt eigentlich in der Regel, dann schlägt die Klappe zu und man kommt wirklich unter Druck und wird delegitimiert und es läuft immer nach dem gleichen Dreisatz: moralisch diskreditieren, sozial ausgrenzen und wo immer möglich institutionell bestrafen. Damit treiben sie den Preis für eine abweichende Meinungsäußerung so hoch, dass sie natürlich weiterhin Artikel 5 des Grundgesetzes steht. Aber wenn viele Menschen bei zu vielen Themen, da gibt es dann auch ein paar andere, bleibe jetzt bei der Ukraine oder bei Geopolitik, wenn zu viele Menschen sich nicht getrauen, sich öffentlich zu äußern, nicht mehr öffentlich sagen, was sie wirklich denken, dann haben wir natürlich ein Riesenproblem und wir sehen das ja und wir können das sogar mit Daten unterfüttern. Das Allensbach-Institut erhebt seit 1953, wie frei sich die Befragten fühlen, ihre politische Meinung in der Öffentlichkeit zu äußern. Es gibt nur 2 Befragungsjahre, in denen es weniger als die Hälfte waren. Und das war nicht 1954, das war 2021, 2022. Seit 1953 werden diese Erhebungen gemacht. Der höchste Wert wurde 1971 mit 83% erreicht. Dann ging es so langsam runter, so recht schleichend. 2011 waren es noch 66% und dann in einem Jahrzehnt ein Einbruch von 21%. Da spielt bei der Erhebung 2021 der Ukraine-Krieg natürlich noch nicht rein. Da spielen aber identitätspolitische Fragestellungen rein, da spielt das Narrativ der Klimakatastrophe rein und da spielt natürlich ganz besonders die Corona-Politik sicher auch rein. Und das ist das große Problem, dass wir in Europa, damit fängt es eben an, dass wir in Europa keinen offenen Diskurs mehr darüber führen, was eigentlich diese Politik bedeutet. Ist sie überhaupt in unserem Interesse? Sie mag ja sehr wohl im Interesse Washingtons sein, wobei ich auch in Frage stellen würde, wie sehr wirklich für Amerika das hilfreich ist. Aber es müssen die entscheiden. Aber für uns hat es bisher nur negative ökonomische Folgen gehabt. Es hat eine verschlechterte Sicherheitslage für uns gebracht und wir Europäer und nicht nur in der Ukraine, sondern auch bei den geopolitischen Abenteuern der USA im nahen Mittleren Osten sind wir immer diejenigen, die mit den Opfern dann dieser Abenteuer konfrontiert werden. Es sind nämlich die Flüchtlinge, die zu uns kommen. Die kommen nicht in die USA. Und was Asyl- und Fluchtmigration im Moment für eine Belastung für Europa ist, das sehen wir täglich in den Medien. Das heißt also, es wird uns vorgeführt und wir erleben es selber inzwischen Tag für Tag, dass es ein Problem ist, diese Politik weiter zu verfolgen und wir finden nicht irgendwie aus unserer selbstgemachten Geiselhaft raus,
um uns hier unabhängig zu machen. Ich denke, wir müssen wirklich damit anfangen, damit beschließe ich dann auch, müssen damit anfangen, dass wir wieder offen über diese Dinge debattieren können, weil nur dann können wir auch eine eigene Position entwickeln und eigene Interessen einbringen und auch den USA gegenüber, wie auch allen anderen geopolitischen Faktoren, natürlich auch China und Russland gegenüber, ist ja keine Frage, vertreten können. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Kastner. So, ich würde mal direkt die Fragerunde eröffnen. Matthias Gericke, ich habe auch nur eine ganz kurze Frage. Sie haben gesagt, Sie haben Ihre eigenen Hypothesen, warum die Grünen jetzt sich so stark an die geopolitischen Positionen der USA und die US-Politik anschließen. Können Sie da was dazu sagen? Ja, also ich denke, es hat überwiegend damit zu tun, dass wir Deutschen historisch betrachtet natürlich vor allem im 20. Jahrhundert und insbesondere über die Phase des Nationalsozialismus auf der falschen Seite der Geschichte standen. Also wir haben Kriege ausgelöst, wir haben enorme Verbrechen begangen und die USA sind unsere Befreier. Das ist so ein bisschen einfaches Narrativ, dass nur die USA unsere Befreier sind. Hätte die Rote Armee damals nicht entsprechend sich eingebracht mit extrem vielen Toten, dann weiß ich nicht, ob die Befreiung nur durch die US-Soldaten so erfolgreich gewesen wäre. Aber es ist auch eine Frage des Narratives. Und ich denke, die Grünen denken, die USA stand in der Vergangenheit, zumindest in diesen Großkonflikten, auf der richtigen Seite der Geschichte. Und wenn wir uns jetzt der USA anschließen an dieser Stelle, dann stehen wir einmal auch auf der richtigen Seite der Geschichte, auf der guten Seite. Und das ist gelöst aus dem Kontext heraus, was konkret passiert. Man kann jetzt natürlich sich anschauen, was die USA nicht nur im unipolaren Moment, sondern auch ansonsten an Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen begangen haben, gerade auch in den Kriegen, in denen sie sich beteiligt haben. Aber das haben die gar nicht auf dem Radar. Also ich finde, es ist ein sehr einfaches Weltbild, immer dieses Gut gegen Böse und moralisch richtig und moralisch falsch. Und dann glaube ich noch was Zweites, man steht gerne auf der Seite der Macht. Ich bin Philipp, geht ein bisschen in die gleiche Richtung. Ich bekenne mich zu einer Jugendsünde, dass ich mal Mitglied bei den Grünen war. Ich hab nichts gegen Grüne. Also ich inzwischen schon. Also ich bin eigentlich okay, da haben Sie mir was voraus. Nein, also ich bin schon von Herzen grün. Also ich lebe Umweltschutz, ich pflanze Bäume, ich will Frieden, aber die Grünen wollen das teilweise nicht mehr. Meine Frage ist die: Wie kann es denn sein, wo Sie das gekennzeichnet haben, wenn Grüne oder die Vorherrschenden plötzlich auf unsere Demokratie verweisen, gleichzeitig mit so einer Verachtung China als Diktatur kennzeichnen? Wie geht denn das, dass wir 3 Jahre selber unsere eigenen demokratischen Werte völlig über den Haufen geschmissen haben, Kinder nicht spielen durften, nicht mal Menschen Doppelkopf spielen durften, wenn sie nicht geimpft waren? Also so viel Restriktion gab es ja in China und Russland nicht. Was ich da vielleicht für eine Erklärung, warum man plötzlich auf die eigene Demokratie so viel Wert legt, während man das 3 Jahre lang über was Wert war, der untergeordnet war, sondern nur stattfinden konnte, wenn halt zufällig kein Virus da ist. Ja, also zum einen schließt man sich hier auch wieder dem US-Narrativ einfach an, also auf der Seite der Macht und des Gusen stehen, ja, also Biden sagte, wir kämpfen jetzt Demokratie versus Autokratie und da schließt man sich dann dem Narrativ einfach an. Und das andere ist, Sie sehen das so, ich sehe das so und ich würde sagen, wahrscheinlich alle in diesem Raum sehen das so, dass unsere Demokratie, unser Grundgesetz und der Rechtsstaat in den letzten Jahren enorm Schaden genommen hat. Und das gerade von auch den Grünen sehr stark unterstützt, Grundrechte eine nachgeordnete Rolle spielten. Aber die sehen das selbst nicht so. Also ich analysiere das schon länger, diese Umdeutung von Demokratie und Freiheitsrechten vor allem. Freiheitsrechte in ihrer ursprünglichen Konzeption sind Abwehrrechte gegen den Staat. Aber die deuten das um zu Schutzpflichten des Staates. Und zwar sind diese Schutzpflichten immer entlang ihrer Agenda definiert. Also sei es Klima, die Grundrechte von Menschen müssen eingeschränkt werden, damit das Klima geschützt werden kann, sonst ist irgendwann kein Leben mehr möglich. Mehr Moralisierung geht ja nicht.
Die Grundrechte von Menschen müssen eingeschränkt werden, weil sie sind ja alle qua ihrer Existenz Gefährder, Virusträger. Also der Staat hat auch hier, das moralisch Gute ist wiederum, der Staat schützt Menschen vor Erkrankung und Tod. Und das wird so mit Scheuklappen versehen und nur das gesehen, dass alles andere ausgeblendet wird. Das meine ich auch, das ist ein extrem unterkomplexes Weltbild, wird immer nur auf dieses Gut gegen Böse heruntergebrochen. Also mir wäre es lieber, es wäre komplexer, aber alles, was ich analysiere, am Ende kommt das wieder dabei raus, ja, dass man alles wirklich nur entlang dieser beiden Säulen dann auch sieht. Vielen Dank für diesen Vortrag. Ich stimme allem zu. Ich wollte nur darauf hinweisen, weil das halt nicht vorkam, auf den Putsch 2014 in Kiew und auf den Maidan-Putsch, ja, und auf die bürgerkriegsähnlichen Zustände, die dann spätestens ab, ich glaube, dem 14.04. durch die militärische Operation Kiews gegen die abtrünnigen Gebiete ausgerufen wurde und dann halt auch wirklich zu militärischen Einsätzen dort führten, ja, und dass Russland dem 8 Jahre lang quasi auch letztlich zugeschaut hat, das finde ich nochmal einen ganz wesentlichen Punkt in dieser Dynamik, den sollte man schon mit erwähnen. Da haben Sie absolut recht. Ich habe jetzt einfach in der Kürze der Zeit einiges auch übersprungen, an dem Punkt auch zu sagen, natürlich der Maidan-Putsch ist natürlich auch erstens und zweitens ist die Annexion der Krim. Und das wird ja oft weggelassen, erstens, und dann steht zweitens als erstens und es steht irgendwie so komplett kontextbefreit im Raum. Es ist einfach dann wieder nur der böse Russe, der ja nichts anderes kennt als seinen Imperialismus und das Zarenreich, wahlweise das Zarenreich oder die Sowjetunion wiederherstellen möchte. Sie sprachen eben davon, dass wir auf der falschen Seite der Geschichte standen im 20. Jahrhundert und die USA unsere Befreier waren. Aber ist es nicht immer wieder das gleiche Muster, dass die USA auch vorher Unfrieden schürt? Meinem Kenntnisstand hat sie auch Deutschland nach Kräften unterstützt. Und um hinterher als Retter dazustehen, so wie es jetzt in der Ukraine auch ist, sie hat verhindert, dass die Ukraine als neutraler Staat stehen bleibt, hat damit Putin herausgefordert. Und jetzt ist sie der Retter der Ukraine. Ist es nicht immer wieder das gleiche Muster? Ja, ich meine, die USA verfügt natürlich über sehr viel Macht nach wie vor im System. Die Macht wird zwar brüchiger, geht zurück, aber sie fügen nach wie vor über sehr viel Macht, auch Informationsmacht. Also darf ich nicht vergessen, was da für transatlantische Netzwerke wirken, gerade auch auf die Medien. Und solange ich natürlich diese Informations- oder Definitionsmacht habe, kann ich in der Breite der Medien dieses Narrativ setzen und kann darauf hoffen, und es funktioniert ja auch einigermaßen, dass möglichst viele Leute das auch glauben. Aber in dem Fall ist es natürlich ganz klar, ich würde es sogar deutlicher noch sagen, es sind die US-Interessen, der Hegemon zu sein und die Hegemonialposition dauerhaft abzusichern, dadurch, dass Russland nicht mehr zu einem geopolitischen Faktor werden kann. Und die Ukraine wurde hier als ganz zentraler Baustein identifiziert. Und deshalb war die Ukraine nach dieser Vorstellung in die NATO reinzuziehen. Und das musste, das viele haben es ja auch gesehen, es gab auch, als es schon um die erste NATO-Osterweiterung gab, 50 US-hochrangige Senatoren und Politiker, die dafür gewarnt haben, das zu machen. George Kennan wird ja oft erwähnt, der Architekt der Eindämmungspolitik im Kalten Krieg, hat davor gewarnt, das zu machen. Also wer sehen wollte oder eine gewisse Weitsichtigkeit hatte, hat es auch gesehen. Aber die Macht, die unmittelbaren machtpolitischen Interessen haben die Oberhand gewonnen. Also in den USA ist natürlich auch nicht alles schwarz oder weiß, sondern da gibt es ja enorme widerstreitende Interessen. Und Sie sehen es ja auch mit China und Taiwan, da werden ja auch unterschiedliche Akzente wieder gesetzt. Ja, das gibt die, mal dominieren eher die Falken und dann geht es auch wieder ein bisschen rückwärts. Also es ist noch nicht entschieden und eindeutig, wie der Kurs da sein wird. Bei der Ukraine sehen wir, wie der Kurs war. Also da haben sich dann nachher eben die Falken dann auch durchgesetzt mit dem entsprechenden Ergebnis, das wir haben. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie sagen, China hat nicht so starke koloniale Interessen wie eben beispielsweise Europa? Und meine Frage, also das würde ich gerne nochmal erläutert wissen. Und meine Frage ist, macht es China nicht auf eine eigene Art und Weise, nämlich im wirtschaftlichen Kontext? Also China ist ja wirtschaftlich extrem,
expansionistisch ausgerichtet. Also ist das nicht, hat das nicht einen ähnlichen Effekt? Ja, also natürlich sichert China sich seine Interessen ab. Also China ist ganz klar, wie die Großmächte das machen. China schaut an erster, zweiter, dritter Stelle, was ist gut für uns. Und das wird alles andere wird dem untergeordnet. Das heißt also für China, auch ein Land mit 1,4 Milliarden Menschen, um da den sozialen Frieden zu erhalten, muss die Wirtschaft laufen. Also alles, was eben bedeutet, an Rohstoffe zu kommen, entsprechende Lieferwege offen zu halten, das ist für China wichtig. Das ist ja auch mit ein Grund dieser neuen Seidenstraße-Initiative, weil die Angst haben, dass ihnen mal vor allem die Amerikaner die Meere blockieren könnten. Sie brauchen Alternativen. Das steckt eigentlich im Wesentlichen dahinter. Und was sie aber nicht machen, im Gegensatz zum Westen zum Beispiel, dass sie, wenn sie mit anderen Ländern zusammenarbeiten, die teilweise auch in Abhängigkeiten bringen, dass sie ihnen sagen, ihr müsst aber politisch das und das machen. Also sie versuchen ihnen nicht, ihr System aufzuzwängen oder eben zu sagen, wir arbeiten nur mit euch, wenn ihr das und das macht. Und das ist ja, was gerade Deutschland im Moment, Stichwort feministische Außenpolitik, macht. Das ist ja eigentlich eine neue Form von Kulturimperialismus, ja. Ich meine, ich als Frau finde es natürlich auch toll, wenn alle Frauen auf der Welt die gleichen Rechte haben, Rechte, wie ich sie genießen kann, ist doch überhaupt keine Frage. Aber ja, wenn ich die ganze Zeit sage, das Schlimmste, was wir gemacht haben, ist Imperialismus, Eurozentrismus und so weiter, dann mache ich antifeministische Außenpolitik und sage, ihr kriegt aber die Gelder nur, wenn ihr das und das macht, dann ist es halt im Grunde auch eine neue Form von Kulturimperialismus. Und das scheint zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt, man weiß ja nie, was in der Zukunft kommt, den Chinesen fremd zu sein. Habe ich noch eine Frage, das ist schon gerade eine super Überleitung gewesen mit der feministischen Außenpolitik. Ich frage mich halt, Sie haben eben von Hypothesen gesprochen, sind die USA bzw. die CIA, sind die Königsmacher der Grünen, die ja für eine Minderheit enorm viel tonangebend sind in dieser Regierung, die wir zurzeit haben, und müssen diese jetzt liefern? Und ich frage mich in diesem Zusammenhang immer wieder die Personalie von Jenny Morgan, also da sage ich immer Jenny Nanny Morgan, wie eine Bürgerin in 0,nix eingebürgert wird, eine US-Bürgerin, und die dann als Staatssekretärin fungiert, wo ich mich frage, hat dieses Land keine eigenen Experten in hinsichtlich Außenpolitik? Mhm. Ich habe jetzt keine belastbaren Informationen dazu, inwiefern CIA oder andere Dienste die Grünen durchdrungen haben und da Abhängigkeiten geschaffen haben. Man kann aber, wenn man realistisch denkt, davon ausgehen, dass in den USA natürlich geschaut wird, wer hat in Deutschland über viele Themen die Debattenhoheit. Und das ist halt nun mal auch über die Medien das grüne Milieu. Dadurch sind die Grünen sicher für diese Dienste oder transatlantische Netzwerke, wo es auch um Beeinflussungen natürlich geht, also Anreizsysteme, in denen man Einladungen bekommt, besonders nett, dann aufgenommen wird und so weiter und so fort, besonders attraktiv. Was mir schon auffällt, ist, wenn man sich Meinungsumfragen über Beliebtheitswerte von Politikern anschaut, dann ist Annalena Baerbock da immer noch relativ weit vorne. Bei der Politik ist das eigentlich schon eher fragwürdig. Wenn man sich aber dann anschaut, wie sie in den Medien dargestellt wird, also in der veröffentlichten Meinung, dann finde ich das für die Leistung, die sie bringt, doch erstaunlich zaghaft. Also ja, natürlich gibt es auch Kritik, aber es ist da schon ziemlich stark mit Samthandschuhen. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, ohne da eine belastbare Antwort drauf zu haben, ob es da eben mächtige Interessenkreise im Hintergrund gibt, die Möglichkeiten haben, hier entsprechend die veröffentlichte Meinung auch zu beeinflussen. Dankeschön. Und Applaus